Mark Medlock, Superstar und seit gestern mit diesem Titel die Nummer 1 der deutschen Singlecharts. Ins Schwärmen gerät er, wenn er schildert, wie sein Idol Dieter Bohlen diesen Titel extra für ihn komponiert hat. Das ist schon ein fettes Ding, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Respekt vor Dieter Bohlen. Doch viel Mühe scheint sich Hit-Produzent Dieter Bohlen diesmal nicht gegeben zu haben. Offensichtlich hat er für den aktuellen Chartstürmer in sein eigenes Musikarchiv gegriffen. Denn die Medlock-Ballade klingt eher nach Anlehnung an einen anderen, bereits 5 Jahre alten Bohlen-Song. Alte Melodien leicht verändert in neuem Gewand. Dieter Bohlens Komponistenkarriere kennt viele solcher Beispiele. Ob von den Beatles? Oder das Intro von Superstar Alexander, das vom Erfolgshit Rescue Me stammen soll. Und diese Hymne klingt nach einem Hit aus dem Jahr 1951. Doch am Musikmegatalent Bohlen prallen Kopiervorwürfe stets ab. Jetzt habe ich auf einmal eine Nummer 1 in Deutschland und jeder alte Komponist holt sich irgendwelche Noten aus dem Schrank. Und ich warte nur auf den Tag, wo Mozart bei mir anruft und sagt, ich habe das auch schon gemacht. Mit seinem Superstar-Erfolg hat Mark Medlock jetzt die alte Bohlen-Idee auf Platz 1 gehoben. Er, der seinen Fans vermutlich lieber Jazz und Soul präsentieren würde, spürt, dass bei der Titelauswahl andere den Ton angeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein nettes Ding ist, was ich immer machen will, aber da kommen noch so einige und die werden genauso geil. Ich meine, man muss auf den Dieter hören. Ich meine, der ist mein Produzent, ich mache gern mit dem Musik. Der Dieter trat vor einigen Monaten sogar in Moskau auf. Ganz allein auf der Bühne sang er Modern Talking Oldies. Mit alten Kompositionen noch einmal so richtig Kasse machen. Für Dieter Bohlen offenbar eine weitere, nie versiegende Geldquelle.